Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Wizardry Teil 6. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich habe mich jetzt entschlossen, dass wir nicht nach oben gehen, sondern dass wir hier erstmal nach unten gehen. Da waren wir nämlich noch nicht gewesen. Das ist das Erste, was wir jetzt erstmal machen. Und ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Dann müssen wir mal hier lang. Gehen hier hoch. Gehen hierher. So, und dann brauchen wir mal die Koordinaten von hier. Das wäre 2, 4, 2, 5. Alles klar. Dann mal runter, mal schauen, was uns unten erwartet. Aha. Okay. Also haben wir hier einen Link. 2, 4, 2, 5. So war es doch hoffentlich jetzt. So. Und das Ganze, was habe ich gesagt gehabt? Nach oben ist gelb, oder? Nee, Türkis ist nach oben. Türkis ist nach oben. Dann haben wir jetzt hier. Es ist Ebene 6. 9, 3, 5. Gut, dann springen wir nochmal hierher. Sechs, neun, drei, fünf. Und hier geht es nach unten. Unten war glaube ich gelb. Ja, das sieht man es ja auch. Überall haben wir hier Türkis. Da geht es ja überall wieder nach oben. Nur hier geht es jetzt nach unten. Und das ist falsch geschrieben. Ja. So. Jetzt können wir hier uns umschauen. Perfekt. Okay. Dann speichern wir das Ganze, dass das da kein Problem gibt. Und dann schauen wir uns mal hier unten um. Aha. Oh, Moment, Moment. Da sehe ich gerade noch was. Wir brauchen Geheimnis entdecken. Ja, Stufe 2, das passt. So, hat man da jetzt irgendwas übersehen? Nein, ich glaube nicht. Okay. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Gitter. Können wir das irgendwie öffnen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir haben ja im Moment nur den Widerschlüssel, glaube ich. Genau. Und mit dem Widerschlüssel geht es nicht. Das heißt, hier haben wir ein Gitter. Okay, da geht es auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Und wir haben auch nicht, dass da irgendwie was stand. Und wir haben auch keine. Nein, auch keine Dings. Nächstes Gitter. Geht denn das hier mit den Widerschlüssel? Wahrscheinlich auch nicht, schätze ich doch mal. Kein Effekt. Also auch hier. Ein Gitter, das wir nicht öffnen können. Okay, dann müssen wir später nochmal wiederkommen. Und eine Tür. Ein schwarzer Stahlschädel prangt an der wuchtigen Tür und starrt in den Gang. Die Augenhöhlen liegen so tief, als hätten sie früher ein paar Juwelen gehalten. Aha, da scheint man so Juwelen einsetzen zu müssen, vielleicht. Das wirkt jedenfalls danach. Es ist verschlossen.
Können wir das auch so öffnen? Oh, nein. Ich glaube, das kriegen wir nicht geöffnet. Hohoho. Da haben wir, glaube ich, gar keine Chance. Die Tür geht wohl nur mit Ding auf. Also. Verschlossen. Okay, das sollte ich mir noch notieren. Also. Wo ist man jetzt eigentlich? Keller wahrscheinlich. Oder Untergeschoss. Tür, Edelstein. Und zweimal Gitter. Alles klar. Müssen wir auf jeden Fall wiederkommen, sobald wir andere Schlüssel haben. Dann geht's mal wieder nach oben. Also ich fand das jetzt gar nicht mal Giftschleime. Ich fand das jetzt gar nicht mal so schlecht. Och, die waren gar nicht so heftig. Gut, ich hatte jetzt gerade nur Angst, dass er uns halt vergiftet oder sowas. Aber das hat ja dann doch ganz gut geklappt. Auch nicht schlecht. Okay, weiter nach oben. So. Jetzt gehen wir kurz hierher. So. Da sehen wir ja auch nichts. Nein. Und der Widerschlüssel. So rum. Und der Widerschlüssel passt der hier? Okay, Widerschlüssel passt nicht. Dann gehen wir kurz hierher. Passt hier denn der Widerschlüssel? Auch nicht. Okay, dann sind wir wohl. Ach. Es ist wie das blöde Auge zugegangen. Das nervt, dass das so. Ja. Kann man hier den Widerschlüssel benutzen? Auch nicht. Okay. Ja, das weiß ich alles. Dann lasst uns doch mal hier erstmal trinken. So. Und dann speichern und dann überlegen wir uns, wie es weitergeht. Speichern und weiter. So. Also, wenn wir jetzt hier sehen, hier unten, haben wir jetzt nichts mehr. Also da können wir, da oben haben wir eine verschlossene Tür und da haben wir eigentlich auch was Verschlossenes, da geht es nicht weiter. Hier haben wir was, wo wir ein Passwort brauchen und da haben wir ein Loch in der Wand, wo wir im Moment auch noch nichts machen können und das war's. Also hier können wir nichts machen. Weiter noch unten können wir auch nichts machen, weil da haben wir Gitter, die wir noch nicht öffnen können und da haben wir so eine Tür. Okay. Da kommen wir auch noch nicht weiter. Das heißt, wir müssten entweder, ja, eigentlich haben wir keine andere Wahl. Wir müssen wohl nach oben gehen. Hier haben wir nämlich auch alles. Das heißt, wir müssen jetzt nach oben gehen. Frage ist jetzt nur, was machen wir wegen Sinaloa mit der Dings? Müssten wir da schon wieder rasten? Damit wir die einsetzen können. Das ist ein bisschen nervig. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass da die Mana so schnell weg ist. Hatten wir das nicht schon auf 3? Wieso haben wir jetzt nur 13 Mana? Ha, seltsam. Gehen wir hier hoch oder gehen wir... Wir gehen in den Turm. Wenn wir die Fledermäuse besiegt haben. Äh.
da machst du aber jetzt erstmal nichts. Die Fledermäuse sollten ja wirklich gar kein Problem sein. Und dann hätte ich gesagt, Nordwest oder Nordost? Irgendwie ist mir Nordwest gerade lieber. Geh mal nach Nordwesten. So. Dann gehen wir hier nach oben. Also zum gleich zum Machen. Das ist dann hier 0402. Okay, nach oben. Und da können wir gleich einen Link reinmachen. 0402. Und das Ganze geht nach unten. Unten war Türkis, richtig? Nee, unten war gelb. Nach unten war gelb. Türkis war nach oben. So rum. Gut. Und hier haben wir dann 1404. Also nach unten. Dann hier rein. 1404. Und das Ganze, das nach oben geht, hoppla, gibt jetzt Türkis. So, passt. Dann haben wir wenigstens den Turm hier schon mal fertig verlinkt. Es könnte jetzt sein, wenn es immer so weiter nach oben geht, dass das jetzt ein bisschen dauert, dass wir das öfters jetzt machen müssen. Oh. Okay. Alles klar. Also hier haben wir eine Tür. Suchener. Geht nichts. Benutzen den Widerschlüssel. Kann es mir aber auch noch nicht vorstellen. Kein Effekt. Also. Ein Gitter. Und noch ein Gitter. Suchen geht nicht. Bringt nichts, dachte ich mir schon. Und benutzen bringt wahrscheinlich auch nichts. Aber wir sollten es trotzdem probieren. Kein Effekt. Also haben wir auch hier ein Gitter. Bin gespannt, ob das auf der anderen Seite hier, ob das da genauso ist. Und dann hier ein Gitter und hier ein Gitter, dass wir nicht hinkommen. Aber dass wir da vielleicht auf eine andere Art und Weise hinkommen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Also, jetzt erstmal nach oben. Ah, okay. Erstmal Fledermäuse. Die ersten. Laute Musik. Nicht laute Musik, sondern Musik einfach. Spruch mit Energiestoß. Auch die hinteren. Alles klar. Ich bin so froh, dass ich diese Minikarte habe. Ich glaube, ich wäre tatsächlich ohne diese Minikarte verloren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Müsst mal schauen, wie unsere Werte eigentlich jetzt gerade sind vom Angriff und so weiter. Würde mich schon irgendwie interessieren. Du machst dich hier. Du gehst mal auf die untere. Welche schlafen denn? Ich glaube, die hinteren schlafen. Geh mal auch auf die vordere. Okay. So. Okay. Fledermäuse sind eigentlich auch im Moment kein großes Problem mehr. So. Dann schauen wir mal. Hier.
haben wir. Das ist. Halt. Falsch aufgeschrieben. 1, 4, 2, 2. Dann gehen wir mal nach oben. Eins, vier, zwei, zwei. Nach unten war gelb. Und hier sind wir. Null, elf, eins, vier. So, nach unten. Mal hier noch einen Link rein. 0, 11, 1, 4. Zack, zu. Und hier geht's mit Türkis. Weiter nach oben. Passt. Passt. Wunderbar. Ohne Warnung bricht ein Dachbalken. Burg. Und wir nehmen Schaden. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht jedes Mal, wenn wir das machen. Wir können aber auch was suchen hier. Ihr könnt nicht feststellen, ob der eingestürzte Sparren eine Falle war oder ob er wegen der verrottenden Stützbalken einstürzte. Sagt er das jetzt jedes Mal hier? Ach, wahrscheinlich ist das, wenn ich jetzt so lang gehe. Ja, ist vorbei. So, und hier geht's weiter nach oben. Aber das habe ich mir schon fast gedacht, dass es jetzt hier weiter nach oben geht. Null. Elf. Drei, sechs. So, nach unten, also gelb, aber nicht grün, gelb. Außerdem sind wir jetzt dann so, können wir hierher gehen. 0843, zack, und Türkis. So, kann man schauen. Dopp, dopp, dopp. Passt. Wunderbar. Oh, wo sind wir da unten gewesen hier? Ja, das kann sein, dass ich da hier schon gewesen bin, wo ich vergessen habe aufzunehmen oder so. Hatte ich ja auch schon mal. Okay, hier geht's auf jeden Fall raus. Hier haben wir eine Tür. Ja, das ist aber nur ein einzelner Raum hier. Und es scheint nicht weiter hoch zu gehen. Ist die Tür zu? Nee, die ist offen. Ach, und das Ding ist schon wieder aus hier. Jemine, mine. Ja, das sollte alles überhaupt kein Problem sein. Ja, kümmert euch um die Fledermäuse. Du um die Ratten und du auch um die Ratten. Da langt ein einfaches Ding. So. Jetzt haben wir nur noch zwei Ratten. Ich denke, da machen wir einen ganz normalen Kampf. Ja, da halt die Laute noch, aber hier machen wir nichts mehr groß. Ja, so, das passt. Die sollten doch jetzt relativ schnell sterben. Sind eigentlich schon stark genug dafür. So, finden wir jetzt hier in diesem Turm irgendetwas? Tatsächlich, Trümmerhaufen füllen dieses kleine Turmzimmer. Das meiste wirkt ziemlich verrottet.
Find mal was hier drin. Nichts. Doch, ein Schalter. Taste drücken. Du hast eine alte Truhe gefunden. Ah. Sehr schön. Ja, die Schalter sieht man zum Glück auch ohne Auge ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Kriegen wir die auf? Inspizieren. Mhm. DEH. Oh, das kann ja entschärfen. Mit T drin. Könnte die Angstwolke sein? Vergifteter Dolch würde auch passen. E würde passen. E würde passen. H soll nicht drin sein. Das heißt, es müsste die Angstwolke sein. Vergifteter Dolch. Ja, super. Und es gibt nicht mal was Gescheites drin. Naja, das laden wir nochmal neu. Aber wieso hat es jetzt... Vielleicht war man einfach nicht gut genug dafür, um das richtig zu erkennen. Das ist natürlich auch möglich. Inspizieren. Oh, jetzt haben wir was ganz anderes. G, O, R, E, F. Entschärfen. Müsste eigentlich der vergiftete Dolch sein. Wurde entschärft, passt. So, ja, das Tuchhemd, Tuchhose, das können wir eigentlich verkaufen. Also die Eisenschlüssel kriegst du in der Lohe mit. Ich hoffe, das ist nicht zu schwer. Schau mal gleich. Schau mal gleich. Erst einmal kriegst du hier, beziehungsweise machen wir das hier und das Tuchhemd in deine Tasche rein. Badam badam, Sinaloa. Nein, es ging noch. Perfekt. Sehr schön. Spruch, Sinaloa. Geheimnis entdecken. Naja, besser als nix. Nochmal speichern. Und danach... Habe ich gerade gesehen, haben wir schon wieder 22 Minuten rum. Das heißt, da werden wir jetzt uns in der nächsten Folge nochmal anschauen, was wir da oben noch alles haben. Und wenn wir da nichts mehr finden, heißt es wohl, dass wir wieder runtergehen müssen und in den nächsten Turm gehen müssen. Dann würde ich dann sagen, gehen wir in den nordöstlichen Turm, machen das, dann den südöstlichen Turm, den südwestlichen Turm. Ja, und dann haben wir ja noch eine Leiter, die nach oben geht, ins Mittelteil. Da haben wir sogar noch drei Leitern eigentlich. Vielleicht machen wir dann auch erst diese Leitern. Oder wir schauen uns erstmal das Ding so um. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden es schon hinkriegen. Dann vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Tschüss.